Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Ne, kleiner Spinner, was ist los? Was siehst du da? Willst du den Baum fressen? Ist es das, was du willst? Was siehst du scheiße aus, ey. Aber ich streiche dich trotzdem. Bist nicht wirklich niedlich, stinken tust anscheinend auch, weil hier überall Fliegen sind. Und gestern waren wir in der Höhle da hinten drin, wo wir die Wölfe getötet haben. Heute werden wir reine Mission machen, und zwar von Ärmchen. Ärmchen will's wissen. Auch wenn das näher dran ist, wir gehen erstmal zu Ärmchen. Komm. Dann haben wir Ärmchen schon mal durch. So, und wir brauchen noch für unsere Winterkleidung irgendwas, ne? Winterkleidung. Wolfsfell, ah, okay. Wölfe jagen, muss ich mir merken. So, was geht da hinten ab? Ach, die wollen wieder Hilfe haben, ne? Nö. Ihr könnt verrecken, ist mir egal. Ich will Zähnchen. Obwohl, dann verliere ich Dorfbewohner, ne? Mann! Wer hat denn dieses System eingeführt? Ich will keine Dorfbewohner verlieren. Ich will doch die maximale Dorfbewohneranzahl erreichen. Warum tut man mir so etwas an? Höchstwahrscheinlich ist das nur so ein Stinktier oder so, von dem sie Panik schieben. Oder ist es der Typ, der ganz alleine ist, einer gegen zwei. Jetzt kippt er wahrscheinlich um, ne? War ja so klar. Ach, da oben ist noch mehr. Ah. Ja, okay, das war zwar meiner, aber egal. Ach du Scheiße. Der Typ tut mir leid. Er wurde zerquetscht. So. Darf ich jetzt gehen, ja? Ich will nur keine Dorfbewohner verlieren. Ich habe mich so angestrengt, die ganzen Dorfbewohner zu sammeln. Und dann gehen die einfach alle kaputt. Warum? Will sich doch selbst verteidigen, hat man doch gerade gesehen. Naja, jedenfalls heute gehen wir zu Ärmchen. Das ist der Plan. Ich habe irgendwie ein Déjà-vu, als wäre ich hier schon mal drüber geschwommen. Da fällt mir ein. Wo sind die schönen Wassereffekte? Far Cry hatte doch immer Wassereffekte, wenn man rausgekommen ist, oder? Dass man irgendwie nass ausgesehen hat oder so. Ich tropf kein Stück. Okay. Etwas enttäuschend. Aber egal. Spiele müssen nicht realistisch sein, Freunde. Das sage ich immer wieder. Spiele müssen Spaß haben. Spaß machen. Spaß haben sie wahrscheinlich nicht. Weil Spiele keine Gefühle haben. Und du auch nicht. So, du warst zwar kein Wolf, aber immerhin etwas. Nicht den Fokus verlieren, Zero. Nicht den Fokus verlieren. Darf ich? Cool. Was ist denn das für ein Viech? Hä? Oh, ich habe sie weggenommen. Sorry. Ich hätte nicht gedacht, dass ich dir alles wegnehme. Habe ich einfach mal alles weggeschnappt. So, alles mitnehmen, was geht. Kann man alles gebrauchen. Vor allem das Holz. Ich werfe ja meine Waffen zu gerne weg. Deswegen brauche ich immer wieder Holz. So, wie weit bin ich gekommen? Ach du Scheiße. Ich muss hier hoch. Da haben wir doch. Da ist unser Ärmchen. Das verlorene Totem. Oh, erwischt. Bäh. Huch. Feinde? Ich dachte, Ärmchen ist hier. Ups. Hoppala. Du bist aber nicht so schlau. Ich kann euch sehen. Ihr seid ja voll weit weg. Oh, Bestienkill. Perfekt. Du bist auch tot. Wer zum Teufel hat mich gesehen? Okay, kein Problem. Brenne, du Sack. Ah. Okay. Das macht Spaß, die Leute zu verbrennen.
Wo ist der Typ? Ich schlag dir die Birne ein! Ich glaube, das ist schlimmer, was der mit dir macht. Ich vermute mal, der hat ein Stück von meinem Totem. Deswegen liegt er da rum. Ja. Totem, Pfote! Wo seid ihr denn hingeflohen? Habe ich eigentlich meine Keule wiederbekommen? Weiß es gar nicht. Wie konnte ich wechseln? Achso. Ich habe gewechselt. Gut. Köder, Falle. Achso, gut. Lerne immer wieder zu. Ich habe doch gewechselt. Was willst du von mir? Ich kann nicht wechseln. Achso, ich hab keine mehr davon. Achso. Deswegen, also. Ah. Danke. Und jetzt stirbst du? Wie ich noch zugeguckt habe, wie er meinen Feind zerfetzt hat. Und dann habe ich ihn zerfetzt. Der wird noch umkippen, Leute. Der wird noch umkippen. Hoffe ich mal. Ansonsten ist Antonio hinter ihm her. Ja, Antonio! Brauche dich! Du kommst zu spät. Oh. Genau, kümmert euch nicht um mich. Kümmert euch nicht um mich. Take down! Okay, die beiden sind da also hochgeflohen, ja? Keine Sorge. Ich verliere noch den Blickkontakt. Ganz bequem. Den Typen, der da guckt, am besten, ne? Aber wir können uns die Leute erstmal angucken, ne? Da ist ein Tank dabei. Das ist scheiße schon mal. Und ich zerfetze dich jetzt so. Denn ich habe gesehen, wir können da hochklettern. Wir können da hochklettern, Leute. Darum werden wir dies auch tun. Es wird einen Überraschungseffekt geben. Sag mal, kannst du den mal töten? Sehr schön. Hallo, Mops. Nein, duck dich doch, Zero, duck dich! Schleif doch nicht die Leiche mit dir mit. Take down, bam! Ich glaube, ich wurde gesehen. Take down! Okay, kein Take down, kein Take down, lass mich los! Du willst Stress, ja? Oh. Alter, ich habe gerade nur meinen Daumen gezogen. Darf ich nicht mal in meinem eigenen Daumen ziehen? Okay, wir holen. Komm, wir holen mal Bruno. Bruno, Hilfe! Nein, nicht der Tank. Oh Gott. Oh Gott, der Tank, der Tank, der Tank. Der Tank macht doch richtig viel Schaden. Ich verziehe mich hier. Ich verziehe mich hier. Das nehme ich noch mit vorher. Oh. Mein Säbelzahntiger, ne? Habe ich echt nichts mehr, mich zu heilen? Doch klar. Normale Futter. So, wie mache ich das? Genau. Ach, der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ach, Bruno! Im Alleingang hat der Bruno was gerissen. Nice. Oh, habe ich mich erschrocken. Ich dachte, der Tank ist hinter mir.
Was laufen die alle ins Haus? Achso, er ist umgekippt. 12 Prüfungen. So, jetzt wird's Zeit, Leute. Wir gehen nämlich hier auf Reiten. Bam! Und werfen erstmal einen Stein. So. Antonio, zurück. Ein starkes Tier zum Reiten, ja? Reiten. Ist das crazy. Es ist wie Mammutreiten. Es ist wie Mammutreiten, ganz einfach. Ah! Okay, alles gut. Ich zerfetz dich! Ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber cool, ja. Verdammt. Er ist weg. Egal. Ignorieren wir ihn einfach. Denn als nächstes gehen wir zu Madame darunter. Endlich kann ich reiten, Leute. Ich kann reiten. Oh, ist das geil. Das wird alles erleichtern. Antonio? Antonio, komm mal hier, Antonio. Ja. Wieso streicheln? Ich will ihn reiten. So. Ich laufe in die richtige Richtung. Perfekt. Das ist, der ist schnell unterwegs. Also muss man schon sagen. Kann auch springen. Er kann auch springen, ja. Kann auch irgendwie angreifen. Töte ihn! Komm, wir greifen gemeinsam an. Keine Chance hast du gegen mich, wa? Jetzt haut ab, guckt euch diesen kleinen Feigling an, Alter. Achso, wir wollten nur meinen Kollegen töten. Okay. Nein, 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 aufsteigen, nein! Oh Gott, Antonio! Ich hab's nicht gesehen. Okay, ich muss das Viech töten. Ich hab kein Hartholz. Oh Gott! Ich hab ihn in Zeitlupe anlaufen sehen. Nein! Lass mich! Okay, kein Problem. Entzünden. Wir verbrennen ihn einfach. Ah! Baumtaktik. Oh scheiße, jetzt brenne ich selber, ne? Oh Gott! Die Baumtaktik bringt nichts, wenn ich alles abfackel. Brenne, du Sau. In den Hintern! Wieso brenne ich schon wieder? Haben sie sich jetzt beide gegenseitig angesteckt? Echt jetzt? Verpiss dich! Wieso sind die jetzt grün? Kann ich die jetzt reiten? Ich werf dich mit Keulen, du Arsch! Oh Gott. Okay, pass auf. Ich fackel einfach die Keule erstmal ab. Da läuft die Ratte. Ich hab mich schon wieder selbst abgefackelt. Er ist tot! Oh mein Gott! Ich habe nur den halben Wald abgefackelt, aber er ist tot. Oh. Wollnashorn. Wieso nicht? Wo ist der zweite? Ich habe alle Keulen nach ihm geworfen. Gut, jetzt ist alles abgefackelt. Da ist die Ratte. Ich glaube, er ist tot. Bam! Alles fackelt hier. Oh Gott, ich habe einfach den ganzen Wald abgefackelt.
Kann ich jetzt an dich ran? Ich wollte die Keule nicht anzünden. Oh. Kann das mal aufhören, hier zu brennen? Meine Güte. So, was mit meinen Pfeilen? Was ist mit meinen Pfeilen los? Ich will meine Pfeile wieder haben. Antonio? Komm. Hauen wir hier einfach ab. Oh, oh. Alles gut, er hat's überlebt. Au. So, akzeptieren. Winja Wandar Shanti. Kann ich die Pfeile aufsammeln? Ich glaube, die brauchen diese doch nicht mehr, ne? Ne. Sehr schön. Aber vom Tier aus kann ich nichts sammeln, oder? Doch, kann ich. Cool. Nice, geht sogar schnell. Ah, gefällt mir immer mehr zu reiten. Oh Gott, du armes Tier. Es tut mir leid. Ahnung, ich verlasse überhaupt kein Missionsgebiet. Ich war noch nicht mal drinne. Ich will nichts von euch. Ich habe schon zwei von euch getötet. Alles gut. Okay, es ist ein freundliches Dorf. Alles gut. Na komm, Antonio, ich muss runter. Taka, Mama Shanti, Usa Chashaja, du Samsam Wanmas. Gelange zum Mammut. Okay, komm, wir gehen mal zu Fuß. Das darf hier nicht so weit weg sein, oder? Ja, da sind doch. Nee, nee. Verdammt. Ich wollte ihn reiten. Ich will ihn nicht heilen. Den können verdammt nochmal reiten. So, reiten wir mal zum Mammut. Also ich glaube schon fast, wir müssen verdammt schnell sein gleich. Okay. Tschüss. Oh Gott, das Viech ist schnell. Oh, zum Glück kann ich reiten, sonst hätte ich es niemals hier überlebt. So, Jungs. Auf ihn. Wieso willst du mich? Ich hab nichts getan. Okay, ich beschieß dich gerade mit Pfeilen, aber es ist wirklich nichts. Oh Gott! Ich muss mich heilen. Habe ich keine Pfeile mehr, doch. Ja! Okay, pass auf. Zünd das Ding an und sterben fast. Oh. Nein, lass mich! Oh Gott, ich bin hinter ihm! Ja. Panikattacke! Panikattacke! Ich krieg Pfeile ohne Ende. Ja. Nice. Heilige Scheiße. Die große Bestie. Jetzt haben wir auch Mammuthaut, ne? Das war zweimal Mammuthaut haben wir bekommen. Wir gucken mal in unser Dorf. Dachsfell. Ach, das bin ich. Cool. Mammuthaut. Einmal Mammuthaut noch. Was brauchen wir hier? Nordschwarzstein und so weiter und so fort. Okay.
Wir haben schon 82 Leute. Maximal können wir 300 erreichen. Krass. Okay, was bekomme ich denn bei 300? Du erhältst einen XP-Bonus von 2% für je 10 gerettete Stammesangehörige. Ist am Endeffekt doch ein bisschen viel. Was bist du denn für einer? Bist du Pharao? Du bist ein Höhlenmensch, das sieht man sofort, aber du bist irgendwie so ein Pharao oder so, ne? Naja. Seltene Schaut. Zwei Stück. Seltenes Löwenfell. Ah, gestreifter Löwe. Das heißt, wenn wir den gestreiften Löwen haben, oder den schwarzen Löwen, dann müssen wir ihn einfach nur selber umbringen. Gut. Greifenwolf. Ja, das sind die zwei, die wir natürlich nicht haben, ne? Oder? Seltener schwarzer Löwe, ja. Ich hab noch nicht mal den Leopard. Jetzt lass mich durch! Hab euch geholfen. Ups, sorry. War nicht meine Absicht. Hab ich gerade Hälfte an Leben verloren, weil ich dagegen gelaufen bin? Nö. So, sorry, musste alles mal kaputt machen. Jetzt brenne ich einfach mal durchs Feuer. Woo! Was wollt ihr denn? Geh nach Hause, Alter! Das ist keine Chance gegen mich. Ramm dich einfach jedes Mal weg. Oh. Sorry, so freundlich. Oh, Reiterkill. Extra Bonus. Ach, verdammt, das hätte ich auch vom Tier aus aufsammeln können, ne? Dann friss dich erstmal voll. Nee, du deckst an deine Tatze. Komm, friss das Viech. Geht doch. Haben wir es jetzt langsam? Du bist nur dieser komische Fuchs mit den Ohren, ne? Jetzt komm mal rein. Ich hab nicht ewig Zeit. Da, die meine ich. Aber ich brauche Wölfe. Achso, ich dachte, ich kann meinen eigenen Typen schlagen. Das wäre ein bisschen ungünstig. So, Karte. Wo wollen wir als nächstes hingehen? Der Schamane. Hier haben wir ja das Winterquartier. Wir haben die Winterkleidung nicht. Denn wir brauchen erstmal die Wölfe. Ganz wichtig, die Wölfe. Und hier haben wir Rothund. Vollnashorn, Wölfe. Dann würde ich glatt mal behaupten, gehen wir als nächstes da runter. Aber hier ist, achso, die haben wir schon erforscht. Und machen den Faulsee-Außenposten. Auf dem Weg werden wir bestimmt Wölfe finden, aber das werden wir erst morgen machen. In diesem Sinne sehen wir uns morgen wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.